Willkommen zurück zu Hitman 2. Beim letzten Mal haben wir die Mission The Finish Line abgeschlossen, jedoch ist unser Aufenthalt in Miami noch nicht abgeschlossen, denn mittlerweile wurde das allererste Elusive Target mit The Undying freigeschalten. Good morning, 47. Your target is Mark Faber, also known as The Undying. A disgraced former MI5 operative currently working as a freelance assassin, Faber has been confirmed killed by ICA agents more than a dozen times. On every occasion, he has managed to come back from the dead. We have confirmation that Faber has a meeting in the Miami Bayside Center to review details on a new target. An informant at the site has provided us with reliable intel on Faber's expected movement around the center. This information has revealed several viable approaches. As you know, our inside man is meeting with the target. Acquire the right disguise, and he'll get you inside the heart of the building. Up close and personal is risky, but favors the clean kill. Alternatively, smuggle in a sniper rifle via briefcase. The Race Tower is a perfect vantage point, but access is restricted. Race security is high. Get through the locked door and time your shot perfectly. Or infiltrate through the staff entrance at the back of the building. Access the second floor using the elevator shaft. Move unseen inside the weapons demo room and infiltrate as you see fit. Act once an opportunity presents itself, or rig the room to your advantage and leave unseen. Be mindful, however. The repercussions of being exposed here would be severe. I'm confident even more opportunities will reveal themselves once you arrive on site. 47. To be entirely honest, this one's a bit of an embarrassment. Please make sure he doesn't come back again. Good luck. Und damit haben wir herausgefunden, Mark Faber ist unser allererstes Ziel, gespielt von Sean Bean. Ein Charakter, der in vielen unterschiedlichen Filmen und Videospielen dafür bekannt ist, draufzugehen. Dementsprechend der Name The Undying durchaus lustig. So, im Endeffekt hat das Spiel das ganz gut erklärt gehabt, um was es hier in diesen Elusive Targets geht. Das gab es ganz auch schon in Hitman 1. Einfach nur mal ganz kurz hervorzuheben. Wir haben ein neues Ziel in einer bekannten Map. Die Map könnte in gewissen Maßen angepasst worden sein, nicht nur, dass halt jetzt ein neuer Charakter darin vorkommt. Es könnte auch sein, dass gewisse NPCs sich anders verhalten oder gewisse Events anders verlaufen. Und die Idee ist, dass man wirklich einen Versuch hat. Wenn man selber drauf geht, hat man keine Chance mehr. Wenn das Ziel drauf geht und man ebenfalls drauf geht, hat man keine Chance mehr. Man kann aber sonst, solange man kein Objective oder selber nicht drauf gegangen ist, konstant nochmal neu starten. Das heißt also, zu einem gewissen Grad kann man da schon ein bisschen herum probieren. Ebenfalls wichtig, wie dabei steht, aktuell sind es 12 Tage, ich glaube insgesamt waren es 14. Das heißt, man hat nur einen gewissen Zeitraum, das Ganze zu machen. Wer also halt erst in einem halben Jahr meinte, dieses Spiel zu spielen, wird nicht mehr die Möglichkeit haben, das hier machen zu können. Wichtig anzumerken ist, es ist etwas Zeit vergangen und diese Zeit habe ich genutzt, um in Miami mich sehr gut vorzubereiten und zugeben auch anderen Locations außerhalb von Hitman 2, mit anderen Worten, die hätten Hitman 1 Level. Und wie man sieht, ich habe mittlerweile ein Online-Level von 83 und Mastery in Miami selbst von 20. Was bedeutet, wir werden auf sehr viele neue Sachen zurückgreifen können und wir müssen überlegen, wie wir starten. Interessant zum Beispiel hier gleich zu sehen, dass einem vorgeschlagen wird, in der Dolphin Fountain Area zu starten. Interessant. Denn wir hatten ja schon so ein bisschen mitbekommen, umso höher die Mastery in einem Level ist, umso mehr Sachen kann man freischalten. Und das gilt auch für Starting Locations. Und dass das Spiel natürlich jetzt hier hingeht und sagt, man bekommt eine vorgeschrieben, macht das Ganze natürlich durchaus nochmal interessanter. Da gab es auch definitiv ein paar Leute, die allgemein immer meinen, man sollte vielleicht gerade eben nicht so viel im Vornherein spielen, damit man sich nicht zu einfach macht. Denn es ist wirklich ein Unterschied, ob man mit gar nichts startet, im Endeffekt wie Miami ursprünglich in der Mission war, oder wenn man schon sehr viele Sachen freigeschalten hat. Denn es gibt wirklich die Möglichkeit, dass man in Kronstadt HQ starten kann, gleich verkleidet. Und dann ist es natürlich bei Weitem einfacher, da hinzukommen, je nachdem, was die Idee der Mission selber ist. So, man hat hier schon so ein paar durchaus interessante Sachen jetzt hier schon bekommen. Aber ich bleibe mal trotzdem bei dem, was so ein bisschen halbwegs uns aushelfen könnte. Wir gehen mit einem anderen Suit. Nehmen wir den Requiem Suit, einfach weil es cool aussieht. So,
Ich bin wirklich gespannt, was hier auf uns zukommt, denn gerade sie an Dying, ein Charakter, der angeblich schon mehrmals seinen Tod vorgetäuscht hatte, bin ich einfach gespannt, ob der auf gewisse Sachen hereinfallen kann. Man hat da zwar klar in dem Video gesehen, dass hier einige Vorschläge gegeben worden sind, der klassische Sniper, aber auch so ein paar andere Sachen, wo man scheinbar einen Stift den ins Auge rammen kann. Das war auf jeden Fall natürlich ein bisschen übler, aber nicht uninteressant. So. Ich würde sagen, wir gehen ganz klar mit dem Lockpick, einfach um gewisse Türen aufschließen zu können. Coins. Man hat zwar immer genug Gegenstände, die man um sich werfen kann, aber ich meine, das ist gar nicht mal so uninteressant sein könnte. Als Alternative natürlich Lethal Poison Vial freigeschalten ist eine Option, einfach in irgendein Getränk reinträufeln. Jedoch glaube ich wirklich, dass es in dieser Mission nicht etwas sein wird, was wir ernsthaft brauchen. Große Frage ist, und das sollten wir vielleicht mal ganz schnell hier gucken, hier haben wir interessanterweise alle Möglichkeiten. Das heißt, wir könnten... Ich denke, Reception Area wäre mit das Cleverste. Die Frage ist, ob wir wirklich in die Reception Area reingehen sollten. Denn man darf nie vergessen, man muss sich um Kameras und Co. kümmern. Und wenn man natürlich die Möglichkeit hat, den kompletten Spaß zu umgehen, wäre es natürlich nochmal angenehm. Aber wir nehmen das mal ganz kurz. Und ich würde sagen, wir gehen mal clever hin und legen das als Notfall hinterher. Und nehmen lieber was, wo wir vielleicht meinen, höhere Chance zu haben. Man könnte immer die Diesel Syringe überlegen. Denn da muss man nicht irgendwie auf ein Getränk warten, sondern kann den wirklich einfach pieksen. Und dann würde er umkippen, auch wenn ich natürlich am liebsten den Kollegen ausschalten würde, ohne dass es jemand mitbekommt. Dementsprechend, wir bleiben mal bei den Coins. Es gibt zwar immer, wie gesagt, genug Möglichkeiten, alternativ Leute anzulocken. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass gerade wichtigere Charaktere angelockt werden können. Obwohl man sagen muss, Robert Knox haben wir ausgeschalten, indem wir sein Bodyguard ganz simpel weggelockt hatten. Also, so hundertprozentig ist das Ganze definitiv immer noch, ist nicht mehr hundertprozentig möglich, aber es ist immer noch möglich, gewisse Leute wegzuscheuchen. Ja, und ich denke, die Devise wie beim ersten Teil wird bleiben, dass wir uns umgucken, herausfinden, wo der ist, auch wenn wir ja schon grob von dem Video gesehen haben, wo er sein wird, vermutlich in dem Kronstadt HQ. Und wenn wir dann sehen, wir brauchen irgendwas, dann haben wir keine Scheu davor, das Ganze neu zu starten. 47. Your target is already inside the Miami Bayside Center. Faber has a full day of meetings planned, and we do not want to risk losing him. Take your time with this one. Dave Reddy, our informant, is waiting for you in the reception area. If you like, he can lead you to a meeting where Faber will be in attendance. What you do from then on is up to you. Be mindful, though. He will not wait around for long. Okay, also hier haben wir zwei wichtige Punkte gelernt. Als erstes, dass unsere Möglichkeit, zu dem Meeting zu kommen, begrenzt ist. Und dass man in einem Elusive Target zwar 14 Tage Zeit hat, um das abzuschließen, aber in der Mission selber kann man sich so viel Zeit lassen, wie man möchte. Ebenfalls wichtig anzumerken, anders als bei Story-Missionen kann man mit Batman bzw. Dog Vision nicht bei Elusive Targets das Ziel sehen. Und dementsprechend, man muss den halt selber dann finden und mit den eigenen Augen im Auge behalten. So, wir haben so ein paar Tipps in den Videos gesehen, die wir machen könnten. Jedoch muss ich ganz ehrlich zugeben, ich würde natürlich schon eine andere Möglichkeit ganz gerne versuchen oder finden, müsste man eher sagen. Ebenfalls wichtig, ich möchte bei Elusive Targets grundsätzlich versuchen, Silent Assassin hinzubekommen. Das heißt also, nicht entdeckt zu werden, nur das Ziel ausschalten und keine Beweise hinterlassen. Dementsprechend, ich würde ganz gerne als erstes die Kameras ausschalten, aber ich muss ganz echt zugeben, so viel wie ich Miami mittlerweile gespielt habe, ich tue mich gerade bei dem Kronstadt HQ noch so ein bisschen schwer mit dem Layout. Das heißt also, könnte vielleicht dazu führen, dass wir so ein bisschen herumeiern. Okay, also hier zum Beispiel schon eine Sache, die anders ist, und zwar Kameras. Meines Erachtens war hier normalerweise kein, ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm, wo ich hoffe, dass ich hier die Tür wieder weiterhin aufbrechen kann. Ebenfalls wichtig anzumerken, da ich das hier schon so ein paar Mal gemacht habe, die Leute da hinten können nicht sehen, wie man das Ganze hier aufbricht. Und damit haben wir das hier rein geschafft. So. Was wir als nächstes brauchen, da gucken wir mal hier weiter. Viele Leute logischerweise dank Trespassing. Die einen sehen würden, dementsprechend gucken wir einfach mal hier. Cool. Und cool. Grundsätzlich Zeug haben.
So, da hinten geht's zu dem Aquarium. Dementsprechend, ich will mal ganz kurz gucken. Ich glaube, da geht's einfach nur raus. Aber hier, genau, hier gibt's nämlich eine Verkleidung. Und das ist, das ist sogar tatsächlich der Researcher. Der Researcher kann relativ viel in dem Gebäude machen. Kann sich relativ frei bewegen. Das sollte also relativ hilfreich sein. So, sonst irgendwas? Hier könnte man einen verstauen. Da sind komische Aufzeichnungen von McInnes und, yes. Sehr gut. Lustigerweise, die Verkleidung ist mir nicht das Wichtigste, ist zwar hilfreich, aber was wir wirklich brauchen, ist die Keycard. Denn viele Bereiche kann man nicht so einfach öffnen. So, ich meine, mich erinnern zu können, wo man die Sachen ausschalten kann, also die Kameras. Und zwar, man geht tatsächlich hier wieder zum Parking zurück. Es gibt logischerweise mehrere Bereiche, wo man das machen kann. Aber jetzt hier für den Bereich direkt. The hell is this? Das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch aus dem Aquarium. Haha. Das ist natürlich lustig. So, da wollen wir definitiv nicht rein, denn da sind Leute. Und ich gehe mal davon aus, dass die es nicht mögen würden, wenn wir da rein marschieren. Genau, aber hier gibt es einen Bereich. Und wenn ich mich recht entsinne, ja, hier schläft einer. Das ist der Bereich. Das ist der Bereich, wo ich eigentlich hin möchte. Und zwar kann man da die ausschalten. Und das Schöne ist, der schläft und bekommt einen so überhaupt nicht mit. Und dadurch, dass wir hier diese eine Soda Can aufgesammelt haben, können wir den jetzt hier entfernen und gleich da reinstopfen. Dann gucken wir auch noch mal ganz kurz, was die anderen beiden Räume tun. So, wichtig ist Waffe weg, denn wir sind Scientist Man. Was haben wir hier? Event Security, Shotgun. Und dann geht es da einfach nur wieder raus. Was haben wir da drüben noch? Oh, hier geht's auch wieder. Okay. Na, jetzt also auch nochmal hoch. So, mir ist wichtig, man könnte theoretisch mit einer Waffe aus der Entfernung die zerstören, aber ich will hier einfach auf Sicherheit gehen und das Ganze ganz kurz mal so nicht angehen. So, was wir jetzt machen, ist nach dem Kollegen suchen. Hier hinten. Ja, lass mich mal so ein paar Sachen mitnehmen, denn ich weiß, es gibt hier einen Booster, den man kriegen kann. Man weiß ja nie, ob man das vielleicht hier in dem Level gebrauchen kann. Dann hier nochmal ein paar Wurfgegenstände, immer her damit. So, und ich meine, man weiß ja nie. Genau, hier ist nochmal eine Sache. Was ist das da? Little flashy. Bin mir zwar jetzt noch nicht so ganz sicher, wofür man das gebrauchen kann, außer als um sich damit zu werfen. Aber ich nutze natürlich einfach mal mit. Okay. Wir haben auf jeden Fall so ein paar Gegenstände. Gerade wichtig ist mir die Wrench, denn mit der Wrench kann man gelegentlich Sachen manipulieren. Und vielleicht haben wir hier ja die Möglichkeit. So, damit sind wir im dritten Stockwerk von vier. Also über uns ist nochmal der Bereich mit den. Also einfach nur Klo. Mit den Suites oder wie auch immer. Wo halt der Assistent ist und auch Robert Knox selber. So, wir können die Dinge einfach so verwenden. Ich will mal so ein bisschen gucken, wo wir jetzt hier genau. Hi, sind. Hi. Okay, also der ist mir von der Verkleidung neu. Interessant ist zum Beispiel, wenn man über einen anderen Weg hereingeht, dann schalte ich immer ganz gerne einen von diesen beiden aus. Und wenn man den nimmt, kann der andere einen entdecken. Was nachvollziehbar ist, weil die scheinbar zusammenarbeiten. So, hier sind die Sachen, die man in dem Video sehen konnte. Vielleicht sollte man den sich krallen. Und da vor allem auch den Roboter zu sehen, ist natürlich interessant. Also mit ein bisschen Glück, lassen wir mal hier gucken. Hier ist nämlich der Bereich mit der Sniper-Sache. Und also hier. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, aber ich glaube, das ist das Bild von dem Kollegen. Okay, also den brauchen wir. Das ist die große Frage. Wenn man den ausschalten würde, dann hätten wir hier eine interessante Verkleidung. Donk. So, ich bin mal so frei. Entfernen den hier. Und da kommt jemand. Ho, ho, ho. Das ist unser Ziel. Oh, und er hat zwei Wachen gleich dabei. Mit einer hätte man nämlich arbeiten können. Hätte man die nämlich einfach reingeworfen. So, kann ich hier mit dabei sein? Kann ich einfach drin sein?
Hi. Passiert hier irgendwas? Also vielleicht trifft er sich mit dem Kollegen. Okay. Einerseits würde ich ganz gerne losrennen. Andererseits will ich aber auch warten. Okay, also von dem, was wir in dem Video gesehen hatten. Die drei Sachen in dem Raum da drüben. Da haben wir den Stift. Mit dem könnte man... Vermute ich mal, dem das einfach ins Auge rammen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, gerade mit zwei Leuten, also zwei Scientists, einer Wache, die draufsteht, die beiden Wachen noch dazu, dass man das einfach so umsetzen kann. Einfach wäre vermutlich, solange man ein Bild von ihm finden kann, den Roboter auf ihn loszusetzen. Falls er denn eine Waffe hat. Hat er. Okay, also wenn wir ein Bild finden, und ich würde sogar schon fast erahnen, wo wir dafür hingehen. Aber wenn wir dafür ein Bild finden, können wir den Niederman. Das Problem mit Niederman ist, dass seine Leiche logischerweise gefunden wird. Das heißt also auch wiederum, dass wir vielleicht versuchen müssen, vielleicht machen wir das mal als erstes. Alles und jeden aus diesem Raum zu entfernen. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, gerade mit der einen Wache draußen... Nee, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ernsthaft mit dem Roboter machbar ist und dann auch noch die Person zu Metal Cabinet Key. Okay. Ist es in Ordnung, zu versuchen, auch den noch zu entfernen? Okay. Damit haben wir die beiden Schnarchnasen entfernt und ich kann auch meinen Coin wiederbekommen. So, jetzt geht er da über. So, eine Wache wendet sich da weg, wenn ich die Tür hier zumache. Da ist einer. Nicht die Tür zu machen, ich denke es. Da war ich einen Schritt zu weit. Hi, don't mind me. Ja. Okay, ich habe die Tür eigentlich nur zugemacht, weil ich nicht wusste. Oh cool. Schlafenszeit. Ich hoffe einfach mal, dass der jetzt hier nicht... Come on. Dass der jetzt hier nicht wieder reinrennt nach jeder Sache, die sich da anguckt. Okay, das hat glücklicherweise funktioniert. Ja, ich bin mal davon ausgegangen, dass die nicht so einfach weg vor einem laufen. Also ich hatte das zugemacht, einfach nur um zu gucken, ob ich mit dem, was ich jetzt hier schon habe, was hätte machen können. Weil nur verzeiht, hätte man den einfach da hinten verstaut und keiner hätte es mitbekommen. Ansonsten hier sehr viele von diesen Booster-Sachen, die man sich krallen kann. Aber ich hab... Ich meine, ich müsste ihn vielleicht mal so weiter beobachten. Frag mich, ob man, wenn man da einfach drauf schießt oder ähnlich, ob es das zum Beispiel schon tun würde. So, this is Robert Knox's new brainchild. Chilling. Can't really see it replacing humans for a long time, but I will say... I admire his showmanship, but you, my friend, lack what all machines lack. Spontaneity, the ability to think freely on your feet. And, perhaps more important than anything, the ability to feel fear, whether we like it or not. The fear of death is what drives us, makes us human. Once we lose that, well, we're nothing more than empty shells drifting through life, waiting to finally be discarded. Aha. So, meine Frage ist jetzt trotzdem eigentlich. Damit kann ich auch seine zu... Okay. Damit haben wir dann zwar zugegeben... Geht er da jetzt noch hin? Deswegen, ich würde natürlich dann auch hier ganz gerne schon mich vorbereiten. Ich habe das Gefühl, dass das nicht so einfach funktioniert.
Wir machen das zwar nochmal. Damn! Okay, warum wollte die Person jetzt kommen? Okay, also ich gehe mal davon aus, dass wir so einfach die eine Person dann noch entfernen. But it is extremely important the explosive element is flashy enough. It's not misdirection if people aren't looking at it. This isn't exactly a discreet container. But I suppose if we add balloons to the event, spray paint this to look like a helium canister, I think we can make this work. Ansonsten, ich musste definitiv in der Zukunft nochmal ein bisschen bei den Einstellungen gucken, denn ich hatte die Hand so überhaupt nicht an der Maus und es war immer so leicht einmal rumzittern. Ich frage mich, ob da irgendeine Einstellung da aktiv ist, die ich mir noch nicht ganz bewusst bin. Okay, also von dem, was ich verstanden habe, der geht wirklich alle Sachen sich hier angucken und geht hier einmal rein. Also riecht so ein bisschen, als könnte man hier vielleicht was starten, wenn man die Verkleidung hat. Okay. So, jetzt verschwindet er von hier. Jetzt will ich natürlich herausfinden. Bomb Detonator. Aha. Gunpowder. Oh, das ist also für den gedacht. Aber das Problem ist halt, das ist schweinelaut. Who are you? Achso, du bist jetzt Robert Knox. So, wo ist denn das hier jetzt schon wieder hin? Dachte, der war gerade hier noch am Reden. Wenn ich die Möglichkeit hätte, noch mal einen von denen auszuschalten. Jetzt geht er mit seiner doofen Wache hier auf Klo, oder wie? Ha. Shit, ich hatte hier vielleicht eine Möglichkeit. Hätte ich das ein bisschen näher an die Toilette geworfen, den vielleicht einfach zu ertränken. Hello. So, meine Frage ist, ob ich in dem Meeting einfach teilnehmen könnte. I paid off a call girl he frequents, and she let it slip where the bad boy is going to perform his evil deed. That guy can't keep his trap shut about it. Frankly, I'm amazed the entire book isn't already online, but guess that's our luck. Anyway, the downside is that he's going to have a lot of media there. That's all very interesting, Mr. Reddy, but it's not really news to me. I certainly hope you were able to dig a little deeper than this. You know what? Let's try a small exercise. You, suppose you were sent to kill me. We're in this meeting together. You're sitting there in the chair, waiting for your moment. How would you kill me? What's the plan? That's kind cup of coffee. You've been drinking quite a lot of coffee. Yes. Fast-acting poison. Emetic. About 5 seconds from ingestion to reaction. Follow you to the bathroom. Drown you. Terrible accident. Gruesome. But I survived worse than that. What else? Cause a small distraction. Lure you out onto the balcony and throw you over the railing to your death below. You look strong enough. But there are bushes down there. They break the fall. I'd walk away without a single broken bone. Final bid? Knife on the table over there. Quick throw. Knife through the head. You'd be dead before you hit the floor. That's more like it. But very risky. You'd have a hard time escaping the room. But I would love to see you try that.
Okay, das hatte sich so kurzzeitig angefühlt, als würden wir gleich umgebracht. So eine Frage ist das natürlich, passiert hier noch? Was das ist? I think I'll just head over to that new fella and have a look at the equipment. I'll come back. Okay, you do that. Still lots to talk about though. Okay, also jetzt geht er wieder zurück. Also es gibt irgendwas, was er dazwischen noch macht? Okay, meine Frage ist, wenn ich das jetzt nochmal versuche. Irgendwie ist es mit dem Dings zu einfach. Das ist jetzt natürlich irgendwie lustig. Bye. Okay, bevor wir jetzt hier das Ganze verlassen, würde ich ganz gerne noch natürlich noch mal eine andere Sache angucken. Mir ist jetzt gerade ein bisschen Wurst bezüglich der Zeit. Meine große Frage ist halt, hätte man, oder was für Alternativen hätte man hier wirklich nehmen können? Target eliminated. Yep. Hopefully, this will be the last time we have to deal with Mr. Faber. The money is being transferred now, 47. Time to find an exit. Ja, wird sofort gemacht. Ich würde nur ganz gerne gucken, ob es in seinem Büro... Ach shit, das ist der hier im Weg. Ah, Faber feiert's. Okay, dann hätten wir sein Bild. Okay, damit hätten wir sein Bild. Dann gehe ich mal von aus, die drei Möglichkeiten, die man hier gestellt bekommt, ist, den Stift ihm ins Auge zu rammen, das Foto für den Roboter zu verwenden oder ihn einfach in die Luft zu jagen. Aber wenn ich da ganz ehrlich bin, keine dieser drei Varianten ist wirklich toll, wenn es darum geht, die Leiche zu verstecken. Denn das Ding ist klar, in der Sekunde, in der ballert, das hört jeder. In der Sekunde, in der man ihm das Auge durchsticht, solange man da nicht noch die andere Wache irgendwie entfernt, kommt man da auch nicht voran. Die Explosion ist genau das gleiche wie mit den Schüssen. Dementsprechend, Überlegung wäre gewesen, was mich so ein bisschen jetzt verwirrt hat, dass mit dem Meeting, da hat man ja so drei Sachen angesprochen, also scheinbar möglich, dass man vielleicht tatsächlich an sein Getränk rankommt, wo ich aber nicht weiß wirklich wie, denn in der Vergangenheit war es der Fall, dass Getränke man wirklich nur vergiften kann, wenn man zum Beispiel ein Koch ist oder ein Kellner, also wo man wirklich da rangeht, um mit Sachen zu interagieren, wo es nicht unauffällig oder passend dazu einfach ist. Und dementsprechend, ich kann mir nicht vorstellen, da so viele Leute wieder herumäumen, selbst wenn einer so gesehen auf unserer Seite von denen wäre, dass man das da so einfach umsetzt. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten, die abzulenken, die da rauszubekommen. Vielleicht ist auch, wenn das Meeting gerade nicht stattfindet, bei weitem weniger da los. Das ist vielleicht eine Möglichkeit. Dann, ich glaube, da gab es auch was zu essen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass der was isst. Denn die Sache mit dem Messer ist natürlich interessant, dass man das irgendwie werfen sollte. Aber auch da logischerweise müsste man dann vielleicht einen gescheiten Punkt finden. Und ich wüsste nicht, wie man den irgendwo hinbringt, damit man den da runterpfeffern kann. Also rein von der Überlegung, dass man versucht, ihn auszuschalten, ohne dass jemand mitbekommt und dass wir die Leiche verstecken können. Also dass es halt nicht nur ein Unfall ist. Das hat mir also... Ja, das ist sehr interessant zu sehen. Ich hatte Location auf 20 von 20, aber aus irgendeinem Grund füllt er das jetzt nochmal erneut so auf. Ja, also hier weiterhin ist ein bisschen schade, dass ich wieder auf Coins zurückgegriffen habe. Denn zugeben, als ich das beim ersten Mal auf der Toilette gemacht hatte, hatte ich mir erhofft, dass ich die andere Wache damit entfernen könnte. Weil dann hätten wir nämlich keinen mehr in dem Raum, dann hätte man den mit der Augensache kriegen können.
Da ich das dann gesehen habe, dass der da reingeht, hatte ich versucht beim zweiten oder so gesehen dritten Mal, wo wir ihn dann ausgeschaltet hatten, so hinzubekommen, dass ich ihn dann wirklich ertränken könnte. Das war nämlich zum Beispiel in den ersten Season der Fall, dass man zum Beispiel in Paris, wenn man es schafft, jemanden, wie das zweite Ziel, die Madame, wo mir jetzt der Name leider nicht einfällt, wenn man es schafft, die wirklich mit einem Coin vor die Toilette zu bringen, dann könnte man die da einfach reindrücken, ohne dass man sie vorher vergiftet hat. Okay. Damit haben wir das geschafft. 20 Minuten Zeit geht in Ordnung. Obwohl ich persönlich natürlich immer noch am besten gefunden hätte, wenn man eine andere Alternative genutzt hätte. Na gut, damit kommen wir zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.